Glückssträhne. Ich habe endlich den fetten Kater von nebenan getroffen. Mit geballter Pfote ins Knick. Anschließend habe ich mir einen schönen Knochen geholt. Nichts ist schlimmer, als wenn ein armer Hund nicht zu beißen hat. Die lieben kleinen Piepmätze da oben wären ein schöner Happen für mich. Aber da sie sich nicht schnappen lassen, habe ich ihnen das Futter geklaut. Schmeckt scheußlich. Doch jetzt wissen sie wenigstens, dass ich vor nichts zurückschrecke. Pick, 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 pick. Korn für Korn. Fred, wir gehen einkaufen. Komm, Fred. Spazieren. Ich komme. Aber, du dummer Jan, wir nehmen doch den Wagen. Wir brauchen keine Leine. Meine Glückssträhne ist beendet. Bleib hier sitzen und warte. Ich hole nur den Wagen aus der Garage. Haben Sie Zeit? Lange Zeit. Jetzt sucht sie den Anlasser. Nein. Nein. Ja. Jetzt die Kupplung treten. Gang rein. Fuß von der Bremse. Gas geben und... Rasenmäher im Eimer. Jetzt kommen die schmutzigen Worte. Und jetzt der zweite Versuch. Starten, Kupplung, Gang, Fuß von der Bremse, Gas geben und... Schicke Schramme an der Tür. Was noch immer da? Jetzt dauert's noch eine Sekunde und dann schreit sie um Hilfe. Schatzi! Liebling, mit dem Wagen stimmt etwas nicht. Ich komme, mein Schatz. Oh Gott, lass es ein Traum sein. Wenn ich nur wüsste, wie ich die anderen Autofahrer warnen könnte. Zu spät. Aha, nur eine Verkehrsampel. Wer steht denn da drüben? Oh, hallo, Kumpel! Hallo! 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 Eingebildeter Affe, übersieht mich einfach. Dieser nachgemachte Rocker-Spaniel, lass dir die Haare schneiden, du Wurzelbürste! Lass dir doch überholen, ist doch egal. Die blöde Wurzelbürste, los, gib Gas! Fred, da drüben in dem kleinen Hundeladen haben wir dich gekauft. Hör auf zu reden, guck nach vorn. Jetzt kannst du ihn genau sehen. Warum greift denn keiner ein? Du weißt gar nicht, wie süß du warst. Du hast dich auf die Hinterbeine gestellt und wolltest, dass ich dir den Kopf streichle. Sie träumt mit offenen Augen. Achtung, er zieht vorbei! Ich verstehe überhaupt nicht, warum er sich so aufregt. Er hat zu mir Pudeln gesagt. Eine Rutsche in der Kutsche. Wenn das Herrchen sehen würde, hätte ich ab sofort Stubenrecht. Warum muss sie aber auch immer auf den Bürgersteig packen? So, jetzt habe ich das Warten endgültig satt. Ich laufe nach Hause. Nun bin ich aber gespannt, wann sie nach Hause kommt. Dreimal dürfen Sie raten.